Ja, hallihallo, ihr Lieben. Ich spreche heute zu euch als Coco-Kolumna, denn ich habe ein besonders heißes Thema heute für euch. Was das ist, erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, erstmal zur Erklärung dieses doch etwas außergewöhnlichen, aber total niedlichen Namens. Den hat mir jemand von euch nämlich gegeben, als ich in meinem letzten Nagellack-Video gesagt habe, ich wäre ja so die Frau Klöppel von YouTube, was Beauty-Nachrichten angeht. Und das fand ich einfach so super, dass ich das mal übernommen habe. Und wenn ich so ein paar heiße Themen für euch habe, dann werde ich mich selber immer als Coco Kolumna quasi betiteln. Und heute soll es gehen, ich meine, ihr habt den Titel natürlich schon gelesen, schön durch Nachtigall-Scheiße. Wie gut, dass man nicht jeden Trend mitmachen muss. Ja, und zwar sprechen wir vom Geisha Facial. Das ist etwas, was jetzt in New York gerade total angesagt ist. Wahrscheinlich, weil es die Promis entdeckt haben. Aufmerksam geworden bin ich darauf durch diesen Artikel aus der Closer, wo die Frage der Woche hieß, was ist ein Geisha Facial, mit einem schicken Bild von Victoria Beckham. Ich fand das so spannend, dass ich da auch erstmal recherchiert habe. Und zwar wird das Geisha Facial bereits seit einigen Jahren vom Shizuka New York Day Spa angeboten. Und wie das immer so ist, ne? Es interessiert jahrelang keine Sau und plötzlich geht's viral und jeder berichtet davon, dass sich prominente Frauen in New York Nachtigall-Scheiß in die Fresse klöppeln lassen. Ja. Warum das jetzt plötzlich ein Thema ist, kann ich euch auch nicht sagen, aber beim Geisha Facial handelt es sich einfach darum, dass man Nachtigall-Scheiße, es tut mir leid, wenn ich das jetzt immer sagen muss, aber so ist es nun mal, mit verschiedenen anderen organischen Substanzen wie Reis, Saft etc. pp. Zu einer Gesichtsmaske verrührt und diese dann im Rahmen einer einstündigen Gesichtsbehandlung auf die werteberühmte Promi-Haut aufträgt. Warum machen die das, fragt ihr euch jetzt. Das hat quasi einen doch sehr historischen Hintergrund, denn in Japan wird bereits seit mehreren tausend Jahren von den Geishas, und daher eben der Name, diese Maske benutzt, denn die Enzyme, die in der Nachtigallenkacke drin sind, sind dafür da, um die Haut wirklich ganz rein und diesen richtig schönen Porzellanturn zu schaffen, den Geishas ja bekanntermaßen haben. Vergleichbar ist das Ganze vielleicht damit, dass es ja auch diesen komischen Kaffee gibt, wo Katzen die ungerösteten Bohnen fressen und diese dann auch in voller Montur wieder ausscheiden und auch da mit den Bohnen etwas passiert. Das ist so eine Art Fermentierung, die ein ganz besonderes Aroma herstellen soll. Ich muss das nicht unbedingt haben, aber gut, wer gerne möchte, kann dann ja seine, ich weiß nicht, 100 Euro für das Pfund Kaffee dann bezahlen. Jetzt ist es so, dass bei diesem Geisha Facial nicht nur eben diese Maske gemacht wird, sondern ihr bekommt dann, oder wenn man da hingeht, das ist ja nicht so, als würden wir jetzt alle nach New York stürmen und sagen, hey, ich will ein Geisha Facial, oder? Also die machen euch die Pickel weg, die Poren weg, was auch immer. Und ein Bestandteil ist eben, dass man sich diesen Nightingale Poop, wie es dann ja auf Englisch heißt, und irgendwie auch viel netter anzuhören ist als Nachtigallenkacke. Das soll wohl überhaupt nach nichts riechen, wenn überhaupt nach organischen Gerüchen oder Essen, weil eben sehr viel Reisgeschichte da drin ist. Ja, und jetzt interessiert mich eure Meinung. Zu einem Preis von 180 Dollar, was umgerechnet ca. 130 Euro sind, ist das natürlich auch eine stolze Hausnummer. Aber ich meine, für die Promis ist es ja egal. Ne? Je teurer, je besser, umso exklusiver und wertvoller muss das Ganze ja sein. Ich meine, das kennen wir ja schon zur Genüge von diversen Goldmasken und was man da nicht alles machen kann. Vom Preis unabhängig, würdet ihr das machen? Also, ich glaube, ich würde es ausprobieren. Schaden kann es der Haut ja nicht. Und meine Erfahrung ist, dass diese ganzen überlieferten chinesischen Mythen sagen, wie auch immer, oder auch Naturheilkosmetik, dass da doch irgendwie was dran ist. Und deswegen, glaube ich, würde ich es ausprobieren. Wie sieht es mit euch aus? Würdet ihr es euch wagen, die Nachtigallkacke ins Gesicht schmieren zu lassen?
Ja, ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Noch besser teilt es, damit möglichst viele eure Freundinnen über diesen wahnsinnig coolen Trend aus New York Bescheid wissen. Das ist die größte Unterstützung, die ihr mir und meinen Videos geben könnt. Ansonsten schreibt gerne weitere Themen für Coco Kolumna in die Kommentare. Und wenn ihr mich heute zum ersten Mal gesehen habt, solltet ihr natürlich unbedingt abonnieren, damit ihr keine meiner Beauty-Nachrichten-Videos verpasst. Und hier unten könnt ihr dann nochmal mein letztes Video sehen, was über den Adventskalender ging. Und wieso ich jetzt schon ein Video über Adventskalender mache, das seht ihr dann da drüben. Und für heute sage ich ciao, ciao, eure Coco Kolumna.